Willkommen zurück. Ihr seht den Freunde fürs Leben Bartok. Bei mir Anita Tillmann. Und jetzt, Anita, kommen wir zum vierten Teil der Gesichtsgymnastik. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ich nenne dir einen Begriff und du machst das Gesicht dazu, das dir dann spontan einfällt, in den Sinn kommt. Der erste Begriff ist selbstbewusst. Ich wollte gerade sagen, du müsstest deinen Gesichtsausdruck eigentlich überhaupt jetzt gar nicht anpassen oder ändern, weil so siehst du einfach immer aus. Schultern gerade werden auf jeden Fall nochmal. Ja. Nummer zwei. Erstaunt? Das ist erstaunt. Gestresst? Boah, so sehe ich auch immer aus. Keine Ahnung. Ja, hier, ne? Fröhlich? So siehst du eigentlich immer aus. Süß. Nostalgisch? Aber schwer bin ich nie. Dann weiß man auch nicht, wie man kickt dann, ne? Nee. Also, du sagst ja immer, vorwärts immer, rückwärts immer. Ne? Also nostalgisch geht nicht. Erschrocken. Enttäuscht. Oh, dann mache ich meistens gar kein Gesicht, weil ich das ja immer so schlecht zeigen kann. Aber, muss ich mal überlegen. Ausgeglichen? Überfordert? Ja. Und letzter, schüchtern. Bin ich auch nie. Nee, ich wollte gerade sagen. Keine Ahnung, schüchtern weiß ich nicht. Da müsstest du jetzt so meinen Method-Acting-Kurs machen, um schüchtern ja, gucken zu können. Ja, super, danke schön. Danke dir.